Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit einer neuen Folge Hong erklärt. In dieser Folge erkläre ich euch, wie man den Pokéball Plus, das Teil hier, mit eurem Handy und Pokémon Go verbindet. War komplizierter als erwartet. Am Anfang hatte ich Probleme, aber jetzt habe ich es hinbekommen. Ich zeige es euch mal theoretisch an meinem Handy, weil ich habe es ja an mein altes Handy und dem anderen Account verbunden. So, ihr geht auf Einstellungen. Erster Tipp, schaltet die Switch aus. Wenn das Spiel irgendwie läuft, dann, ja, dann verbindet es sich wohl eher mit dem Spiel als Controller als mit eurem Handy. Das ist so ein Tipp. Dann geht ihr hier runter. Also erstmal hier auf den Pokéball. Dann auf Einstellungen. Dann geht ihr hier runter. Ganz, ganz runter. Da habt ihr die Optionen. Pokémon Go Plus. Das ist nämlich das hier. Im Vergleich zwischen den zwei kommt natürlich auch noch. Und dann mein Fazit zu dem Teil hier. Ich werde es erstmal noch die Woche hier testen und dann schauen. Und dann gebe ich euch mein Fazit, wie ich das so finde, wie es so läuft, Vergleich und ja, ob ich es empfehlen kann. Aber dann geht ihr hier drauf auf Pokéball Plus. Und dann, natürlich habt ihr Bluetooth an, müsst ihr natürlich anschalten. Und dann müsst ihr hier unten nichts erscheinen. Dann drückt ihr aber hier auf den roten. Mit dem weißen hier, mit dem macht ihr absolut gar nichts. Das war mein Fehler am Anfang. Ich habe es halt so gemacht. Ich dachte, das wäre so. Und so macht man es halt. Okay, der hat nur einen Knopf. Dementsprechend ist es egal bei dem. Dachte ich, so hier leuchtet. Okay, so verbindet man. Aber nee. Ihr müsst hier drauf drücken. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht angezeigt, weil ich es ja mit dem anderen Handy verbunden habe. Und das muss dann wahrscheinlich erstmal entkoppelt werden. Aber dann drückt ihr hier drauf. Und dann erscheint es. Dann klickt ihr da nochmal drauf. Touch. Und dann verbindet sich das ganze Teil und dann ist es so wie ein Go Plus. Habt ihr hier die Option, dann könnt ihr hier drauf drücken. In dem Fall müsste ich aber jetzt hier drauf drücken, weil es ja mit dem verbunden ist. Dann macht ihr das hier und dann klickt ihr hier drauf. Ich habe es jetzt mit dem hier verbunden. Relativ leicht, wenn man drauf kommt, dass man erstmal hier drauf drücken muss. Nichts gedrückt halten oder so, sondern einfach das hier. Und dann erscheint es dort und dann kann man es erst verbinden. Und ja, beim Fangen muss man auch das hier drücken. Also dieser Knopf hier, das hier, einfach nie berühren. Das ist nur für Let's Go. Apropos Let's Go, ich bin heute später wieder live. Ich bin jetzt, glaube ich, jeden Tag live ab 20 Uhr, bis wir das Spiel durchgezockt haben. Also schaut vorbei auf Twitch. Aber das war so mein Tipp. Schreibt unten in die Kommentare, falls es nicht funktioniert. Dann kann ich eure Fragen beantworten. Und abgesehen davon, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, Twitch. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.